Ja, moin Leute, Ota wieder hier. Wir sind in Runeterra und wir sind in Sparkly Temple. Zoe Talia. Basically Zoe. unsere Win Condition. Wir haben mehr oder minder. Wir haben drei Stück eigentlich. Wir haben Zoe. Wir haben Star Shaping. Für viele Leute, die Weiß Zoe oder so schon gesehen haben. Die großen Elusive Invokes, die großen, generell die großen Monster, die man nachher invoken kann. Sind eine Win-Condition von sich selbst aus. Und dann haben wir noch Veil Temple. Und Veil Temple wurde so ein bisschen mit dem Aphelios-Nerf damals zusammen einfach so unter den Tisch gekehrt. Hat mich früher plus 1 gegeben und statt plus 1 plus 0. Aber was sie beibehalten haben, ist, wenn ihr zwei Karten in einer Runde spielt, das erste Mal dann, bekommt ihr zwei Mana zurück. Das stackt, deswegen ist die Talia hier drin, um Tempel zu kopieren. Für mehr ist sie nicht da. Wir müssten theoretisch von unseren fünf Landmarks, die wir im Deck spielen, vier spielen und eine Talia oder alle fünf spielen, damit wir Talia leveln können. Das ist nicht der Fokus dieses Decks. Das habe ich früher versucht und das war nicht gut. Talia ist wirklich nur hier, um Veil Temple weiter zu enablen, weil das nachher komplett außer Kontrolle gehen kann. So, ja. Wie funktioniert das Deck? Also das Deck funktioniert, es ist gut gegen Midrange-Decks, es ist nicht so gut gegen Aggro. Unsere Anti-Aggro-Tools sind halt eigentlich nur Solari Sunhawk, um was zu stunnen, um Buddy aufs Board zu bringen. Merciless Hunter, um Threats zu removen. Und Desert Naturalist, was eigentlich eher ein Landmark-Removal ist nebenbei, aber trotzdem noch ein Buddy mitbringt. Ja, ihr merkt, das ist nicht viel. Und wir haben sehr viele One-Offs und sehr viele Two-Offs. Das einzige, unser High-End ist Three-Offs und Zoe. Sowie die Ziege. Das sind einzigen Three-Offs. Der Grund dafür ist Zoe selber, weil Zoe sagt ja, sie muss Karten mit unterschiedlichem Namen sehen. Deswegen haben wir auch sowas wie One-Off Ancient Preparation, One-Off Guiding Touch. Das sind alles so Karten, die einfach mir Access zu weiteren Karten geben und nicht so. Ich sag mal, nicht essentiell für den Gameplan sonst sind. Perseverium, ein bisschen Card Draw. Soothsayer ist eine Tech von mir, weil die quasi Veil Temple sowie Zoe und Talia Spellsheet geben kann. Einfach, um unsere Zoe zu beschützen, primär. Weil Zoe zu flippen ist super wichtig in dem Deck. Es geht sehr gut in dem Deck auch, tatsächlich. Aber es ist halt auch wichtig. Dann haben wir noch One of Divergent Path, um unseren Tempel zu ziehen, tatsächlich. Weil irgendwann, wenn das Game weiter und weiter geht und wir ziehen keinen Tempel, dann haben wir richtig Probleme. Plus die Tatsache ist, Tempel zu developen ist auch nochmal schwierig. Deswegen ist es halt, es ist nicht das beste Deck zum Laddern. Im Moment absolut nicht. Ihr werdet wahrscheinlich runtergeaggrot. Auch wenn ich ein schönes Midrange-Matchup für euch hab in petto. Und dann haben wir halt hinten raus, haben wir unsere Solari Priestess. Sowie The Fangs, den ganzen Invoke-Kram, sag ich mal. Starshaping mit viel Healing, was auch nochmal zwar gut ist gegen Aggro, aber an dem Punkt müssen wir auch kommen, dass Starshaping dann relevant ist, zum Stabilizen. Und da haben wir natürlich dann die ganzen großen Celestials, die ich euch einmal ganz kurz auch nochmal für die Leute, die sie nicht kennen, aufs Schirm rufe. So, und zwar die, um die es halt nachher wirklich geht, sind halt The Scourge, The Great Beyond ist probably einfach das beste Target, was es nachher gibt. Immortal Phoenix, Immortal Fire, auch gut Elusive. Und da haben wir den Destroyer mit Spellsheet und Overwhelm. Warum sind die so wichtig? Ja, es liegt an Zoe Level Up. Zoe Level Up sagt ja, dass wenn ihr eine Unit spielt, alle Keywords an alle Verbindungen gegeben werden. Und dann haben wir natürlich Elusive Spellsheet Fury an alle plötzlich zu geben, ist natürlich cool. Und die Sache ist, dass sie so teuer sind vom Mana her, das wird halt durch den Tempel aufgefangen. Wenn man sehr viele günstige Karten dann auch immer, wenn man immer noch den Guiding Touch hinten, eine Spacey Sketcher, eine Pale Cascade, oder sogar über die Ziegen kriegen wir ja die Gems, die sind ja ein Mana Focus Speed, das heißt, ihr gebt die Priorität nicht an euren Gegner ab, dass er eine Aktion hat. Das heißt, ihr könnt wirklich ein Gem spielen und dann könnt ihr einfach den großen Celestial droppen, ihr kriegt euer Mana wieder vom Welttempel, dann kriegt euer Gegner erst die Aktion, irgendwas zu tun, aber dann habt, wenn ihr Great Beyond gespielt habt, zum Beispiel euer ganzes Board schon Spellsheet. Dann habt, wenn ihr The Scourge spielt, habt ihr dann wieder Mana zur Verfügung, um mit Rite of Negation zu agieren, mit Grand Slam. Ich wollte gerade Grand Slam sagen, aber
Oder Star Shaping. Es ist auf jeden Fall ein super cooles Deck. Es ist super spaßig, nachher hinten raus einfach den Gegner zu overwhelmen, weil ihr zu viel Mana habt. Das ist ja ein super wichtiger Fakt in Runeterra, dass ihr mehr Mana als euer Gegner habt. Und ich glaube, das Game, was ich gespielt habe, auch wenn es kein Meta-Matchup ist, war ein schönes Matchup gegen ein etwas langsameres Midrange-Deck. Und da scheint das Deck halt. Da scheint das Deck. Ihr seht's gleich. Ich würde sagen, das war's mit dem Deck-Profile. Wenn ihr weitere Fragen habt, Kommentare sind da. Wenn euch das Deck gefällt, lasst ein Like da. Deckcode ist unten drin. Mobilitics-Link ist unten drin. Einzige Sache, vielleicht kann man mit den Desert Naturalists einen anderen 4-Drop spielen. Ich persönlich mag die Karte sehr. Das war's auf jeden Fall von mir. Ich hoffe, ihr habt jetzt Spaß beim Gameplay und wir sehen uns dann nächste Woche mit einem neuen Deck. Haut rein. Ich bin raus. Wir sehen uns Sonntag. Ciao. Yasu Leona! Das sollte sogar ein gutes Matchup sein. Für unseren. Wir suchen trotzdem Zoe, auch wenn ich Solari Priestess super gerne halten würde. Wenn wir so Written in the Stars kriegen, wäre halt so gut. 0 Mana, 3-3 Zoe oder 4 Mana. Was ist das dann? 5, 7 Talia? Gold ist, glaube ich, auch gut. Ich glaube so. Wenn wir Zoe finden, wäre insane gut. Unsere Win Condition ist aber nachher Tempo. Tempo ist auf jeden Fall nachher unsere Win Condition. Wir wollen eine Goat developen, damit wir Value kriegen. Ja, gut. Da kann er nicht rein angreifen. Ja, das ist nice. Au, Eigentlich wollen wir so developen. So, Flip ist nämlich eine unserer Win Conditions. So, dann können wir hier Mountain God nochmal eine spielen. Und dann können wir mit allem angreifen, weil er nicht blocken kann. Ohne dass er sie verliert, die beiden. Spielt Targon, das heißt, wir müssen aufpassen, dass er eventuell Gifts from Beyond spielt, die Spell, die eine Moon Weapon gibt. Das könnte scary werden, weil er dann eventuell Infernum kriegen kann. Und wenn die Dinger nachher Overwhelm kriegen, könnte das ganz schön fies werden für uns. Aber wir gucken jetzt, dass wir, wenn er jetzt nicht zu viel Pressure aufbaut, können wir jetzt Tempel developen. Und das ist eigentlich immer das Schwierige mit dem Deck. Auf Turn 4 ist nämlich meistens ein Tempo-Swing, den man gegenhalten muss. Und das tut man mit einer Landmark einfach nicht. Aber gleich haben wir, sobald wir Tempel haben, sind wir auf jeden Fall Gucci. So. Ja gut, dann haben wir gleich... Das ist dann die... Ja, ja, ich glaube, das müssen wir aber auch nehmen. Weil das ist einer der wenigen Turns, wo ich Tempel noch wirklich spielen kann, ohne mir zu denken, so scheiße, was mache ich jetzt? So, weil wir können eine Goat theoretisch opfern. Oder wir setzen die Leo runter auf. Weil wir Merciless Hunter haben eigentlich für die. Und der scheint keinen Yasuo zu haben, weil Yasuo into Leona wäre die bessere Curve, finde ich persönlich. Hoffe natürlich, dass wir Talia finden, damit wir unseren Tempel kopieren können. Oder einfach so einen zweiten Tempel spielen gleich. Written in the Stars ist gut. Golden Sister ist halt auch noch 2 von 6. Ach, das ist noch ganz weit von entfernt. Und Comet. Ist Comet hier actually the way? Ich glaube, es ist Written in the Stars actually. So, was haben wir denn hier? 5, 6. Ne, 4, 5. 4 ist natürlich auch ein insane Keyword zu geben. Nein!
Aber noch Healing, also noch sind wir im grünen Bereich. Jetzt hoffen wir, dass wir Equinox finden. Yes! Weil das Ding, das Silenced, ist super wichtig. Sonst hat er nämlich permanent Daybreak. So. Wie gesagt, und Win Condition ist basically nachher Zoe Level Up und Star Shaping, weil wir halt so viel Mana haben, dass wir auch wirklich diese die High Mana Units und Spells spielen können, ohne dass wir super hart im Mana Behind fallen. Deswegen würde ich gerne gucken, eigentlich, dass wir diesen Turn Merciless Hunter developen. Dann können wir nächsten Turn nämlich unseren zweiten Welttempel reinballern. Und zwei Welttempel, dann fängt das nämlich an, richtig toxisch zu werden. Weil wir ab der zweiten Karte dann immer vier Mana kriegen. Moment, wenn ich so, dann kriege ich. Moment, da kann ich Talia eventuell spielen, ne? Ich glaube, dass Talia zu spielen wichtig ist. Meistens will man Talia spielen, wenn man noch keine Karte gespielt hat auf den Tempel. Damit quasi man den zweiten Tempel die Kopie bekommt mit 1 von 2. Dann kriegen wir nämlich immer 4 Mana. So, die Sache ist, dass Talia jetzt halt wirklich getan hat, was sie tun soll. Für mehr ist sie wirklich in diesem Deck quasi gar nicht da. Das heißt, wir blocken jetzt hier. Ohne, dass wir uns Sorgen machen müssen. So. Wir können aber chillen, right? Ich würde schon gerne die da haben. Okay, das heißt, wir placen dich und machen dich vulnerable. Und jetzt gleich flippen wir einfach Zoe und dann geht die Party los, weil wir können ein Game spielen. Ah, ich hätte Talia hier sollen. Wie gesagt, wir können nach dem Starshipping eh gerade nicht. Ah, Moment, doch. Wir Starshippen jetzt. Und wir Starshippen Face. Unsere Talia wird davon groß. Wir kriegen 4 Mana wieder. Gute Karte, aber kann ich, glaube ich, gerade nicht viel anfangen. Das heißt, wir wollen, glaube ich, einfach die Immortal Fire spielen, um gleich allen Elusive zu geben, einfach. Talia mit Elusive oder mit Overwhelm? Super toxic, Leute. Super fucking toxic. Gehen wir hier noch einmal. So, dann machen wir jetzt Folgendes. Wo ist die da? Dann kriegen wir daraus einen Invoke und dann können wir eventuell gucken, ob wir daraus was kriegen. Oder wir behalten den, weil es ein 0-Mana-Ding ist. Dann können wir. Moment, 2, 4, 6. Wir gehen auf 8. Dann können wir nämlich theoretisch nächsten Turn Behold Infinite into Immortal Fire und haben dann immer noch 4 Mana. Können dann immer noch Rite of Negation spielen. Sunburst. Ist Sunburst okay? Ich glaube schon. Ich glaube tatsächlich, Sunburst ist okay. Die Divergent Path, für, falls ihr euch wundert, okay, wir haben jetzt Double Tempel, wir haben jetzt zwei Tempel schon gezogen und eine Talia. Überwritten ist das. Normalerweise kann man hiermit halt eine der Landmarks ziehen, die wir spielen. Oder auch im Matchup gegen Azirelia. Ziemlich geil, weil man dann die Dias rausholen kann oder andere Decks, die halt wichtige Landmarks haben, wie zum Beispiel, man kann im TLC-Matchup kann man Blinded Ravine und so rausnehmen. Ziemlich. Ich finde es, glaube ich, ein underrated Tech Card in Targon Decks. Aber vielleicht haben Targon Decks auch andere Möglichkeiten, schon mit den Decks zu dealen. So. Aber wir passen weiter. Ich bin jetzt gleich einfach für Elusive um Eck gekommen. Wir hätten dann theoretisch alleine davon, ohne den Buff von Dings. Haben wir dann nämlich 11, 8, 11,
15 Elusive Damage. Dann gucken wir mal, was wir hier rauskriegen. Scourge, 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 Scourge. Weiter Ruin Condition und Boom. Ja, ist okay. Das ist auch alles okay. Das ist alles in Ordnung bisher. I'm doing it anyways. Krieg ich noch einen Gem? Gems sind immer gut. Können wir danach healen? Vielleicht finden wir nämlich einfach einen Dings. Wenn wir einen Destroyer finden, wir halt insane. Und Great Beyond ist auch ganz okay. Eben Dragon! Heal 1, dann Great Beyond. Der Grund, warum wir erst den Gem spielen, und ist einfach aufgrund der Tatsache, dass wir dann er quasi nicht reagieren kann. Und er hat halt Great Beyond! Spaceship, Jungens! Ja! Decks, die weniger Tempo haben als Agro-Decks. Und auch sliden die langsamere Midrange-Decks. Fresst ihr zum Frühstück. Weil die einfach euch gefühlt nicht aufhalten können. Und diese Interaktion mit fucking Tempel und danach so. Chock. Ist einfach geil. Einfach Spaß. Ja, aktuell Meta vielleicht nicht das beste Deck, aber ultra geil zu spielen. Ich hoffe, euch hat das Gameplay gefallen. So wie mir. Richtig schön mit dem Great Beyond für Spaceship von hinten raus. Geil. Ich hoffe, euch hat das Gameplay gefallen. Mir hat es auf jeden Fall gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet nächsten Sonntag wieder rein. Und ja, was bleibt noch zu sagen? Vielen Dank fürs Reinschalten. Habt eine geile Zeit. Und ich bin raus. Ciao.